Willkommen zurück. Es geht immer noch um den Betriebsrat und es geht immer noch um die Mitwirkung des Betriebsrats bei der Personalauswahl, also Mitwirkung bei Personalauswahl. Und wir sind in Teil 2. Und im ersten Teil hatten wir besprochen, dass hier die relevante Rechtsgrundlage, und ich wiederhole das nochmal, Rechtsgrundlage ist im Betriebsverfassungsgesetz der Paragraph 99 BetrVG, das ist die Abkürzung für Betriebsverfassungsgesetz. Und das ist das, was einem immer einfallen sollte, wenn man Betriebsrat hört. Betriebsrat hat seine Rechtsgrundlage im Betriebsverfassungsgesetz, eines der wichtigsten Gesetze im Arbeitsrecht überhaupt, kollektiven Arbeitsrecht vor allem. Und wir haben gesehen, dass es in diesem Paragraph 99 einen Schwellenwert gibt, nämlich für Unternehmen mit mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber umfassende Informationspflichten. Ja, also wir haben gesehen, umfassende Informationspflichten des Arbeitgebers. Wenn dieser Schwellenwert überschritten wurde, ich sage es nochmal, von in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern, dann muss der Arbeitgeber den Betriebsrat umfassend informieren. So, und jetzt ist die Frage, was kann der Betriebsrat jetzt machen? Und es kommt ins Spiel der Paragraph 99 Absatz 3 im Betriebsverfassungsgesetz. Und zwar regelt dieser Absatz 3, Betriebsrat kann Zustimmung verweigern. Er kann die Zustimmung zu einer Einstellung zum Beispiel verweigern, und zwar innerhalb einer Woche. Der Arbeitgeber legt also dem Betriebsrat umfassende Informationen vor. Und dann kann der Betriebsrat seine Zustimmung zu einer Einstellung verweigern innerhalb einer Woche. Und er muss dies tun schriftlich. Und er muss dies tun begründet. Aber Achtung, die Gründe können nicht irgendwelche sein, sondern diese Gründe führen uns zum Paragraph 99 Absatz 2. Dort stehen die Gründe. Und er muss sich also, der Betriebsrat muss sich also auf die Gründe laut Paragraph 99 Absatz 2 beziehen. Er darf nicht irgendwelche Gründe erfinden, sondern muss diese Gründe oder einen dieser Gründe haben. Schauen Sie bitte in den Paragraphen rein. Und dann gilt seine Ablehnung als begründet. So, und jetzt ist die Frage, was kann der Arbeitgeber dann wiederum machen, wenn der Betriebsrat zum Beispiel seine Zustimmung zu einer Einstellung nicht erteilt? Dann kann er einmal wählen, also sind zwei Paragraphen, die hier relevant sind, einmal der 99 Absatz 4 und der Paragraph 100 im Betriebsverfassungsgesetz. Der Paragraph 99 Absatz 4 führt zu einer Klage beim Arbeitsgericht. Der Arbeitgeber kann also versuchen, dass die Zustimmung des Betriebsrats durch ein entsprechendes Urteil des Arbeitsgerichts ersetzt wird. Das ist ein Weg, den man sehr ungern geht, natürlich. Besser und eleganter ist der Paragraph 100 und das ist die vorläufige Einstellung. Dann deklariert man diese Einstellung als vorläufige Einstellung und schafft dadurch erstmal Fakten. Und vielleicht lösen sich dadurch auch die Gründe oder einer der Gründe zumindest, die der Betriebsrat genannt hat, auf. Ja, zum Beispiel, wenn Anzeichen bestehen, dass der neue Arbeitgeber den Betriebsfrieden stört. Na, das ist einer der Gründe, die im Paragraph 99 Absatz 2 genannt sind. Jetzt stellt man ihn ein und stellt fest, dieser Mensch ist völlig friedlich und stört überhaupt nicht den Betriebsfrieden. Dann hat sich dann dieser Grund schon wieder erledigt.
Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, Marius Ebert hier mit einem Hinweis in eigener Sache. Dieses Video gehört zu meiner Internetpräsenz, die besteht aus Tausenden von visuellen und akustischen Lernhilfen. Und diese Plattform, diese Präsenz möchte ich gerne erhalten und ausbauen. Ich möchte das nicht deaktivieren müssen. Ich bin aber in einem Konflikt. Und der Konflikt resultiert daraus, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch ich meine Rechnungen bezahlen muss. Meine Internetpräsenz geht vom kurzen Definitionsvideo über die Beantwortung von Prüfungsfragen, das Vorrechnen von Aufgaben bis zum Webinar, in dem kompliziertere Sachverhalte erklärt sind. Und alle diese Lernhilfen stelle ich der Internetgemeinschaft kostenlos zur Verfügung bisher. Mein Konflikt resultiert daraus, dass das Ganze mittlerweile eine Dimension erreicht hat, die von mir eine Entscheidung verlangt. Und zwar bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen aus dieser Richtung der kostenlosen Nutzer, aber auch sehr viele Anfragen von den Kunden meines Shops. Und die Kunden meines Shops sind die, die bezahlen. Die anderen Leistungen, ich sagte es schon, sind kostenlos. Ich möchte gerne beides erhalten. Ich möchte im Sinne von Unterstützung, von Bildung, Unterstützung, von Hilfe für Prüfungen. Es sind ja auch sehr, sehr viele konkrete Prüfungstipps von mir kostenlos erhältlich. Möchte ich das erhalten? Ich möchte es nicht deaktivieren müssen. Und aus diesem Grund, aus diesem Konflikt heraus, bitte ich Sie um eine Spende von mindestens 10 Euro. Überlegen Sie, ob diese Ressourcen Ihnen einen Nutzen bringen oder gebracht haben, der mindestens 10 Euro wert ist. Gerne mehr, aber mindestens 10 Euro. Das ist meine große Bitte, damit ich auch in diese Richtung weitermachen kann. Ich möchte auch das ausbauen. Ich möchte auch hier Anfragen und Anregungen, die kommen, beantworten, entsprechende Videos produzieren. Ich möchte diese Arbeit gerne fortsetzen. Nur damit das funktioniert, brauche ich Ihre Unterstützung. Meine Bitte also, noch einmal wiederholt, mindestens 10 Euro als Spende und leisten Sie doch, wenn Sie für sich entscheiden können, dass der Nutzen für Sie mindestens 10 Euro wert ist. Wenn Sie diese Frage für sich positiv beantworten können, dann leisten Sie doch bitte Ihre Spende über PayPal. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Link unter diesem Video zu klicken und alles andere ergibt sich dann selbsterklärend. Das ist meine große Bitte. Unterstützen Sie diese Ressourcen, unterstützen Sie mit, dass Menschen dort Hilfe finden in diversen Situationen, oft Prüfungssituationen. Unterstützen Sie dieses Projekt. Bitte spenden Sie mindestens 10 Euro. Vielen Dank, Marius Ebert.